Seit gefühlten Ewigkeiten sind dünne und leichte Notebooks immer mit Intel-Prozessoren ausgestattet gewesen. 13-Zoll-Notebooks mit AMD-Prozessoren waren die letzten 5 Jahre nicht nur eine absolute Seltenheit, sie waren nicht existent. Intels Dominanz in diesem Markt zeigt sich besonders daran, dass sogar der Begriff Ultrabook eine Marke von Team Blau ist. Im Jahr 2018 ist AMD aber zurück und diesmal wirklich. Das Lenovo IdeaPad 720S ist das erste dünne und leichte, ich will schon fast sagen Ultrabook, mit einem Ryzen 5 2500U Prozessor. Es handelt sich um einen Quad-Core Prozessor mit einer Taktrate von 2,3 bis 3,6 GHz und einer 15 Watt TDP. Als integrierte Grafikeinheit gibt es eine AMD Radeon RX Vega 8 Mobile mit 8 Computing-Einheiten und 512 Shadern. AMD schürt sehr große Erwartungen an diese Notebook-APU und verspricht im Vergleich zur Intel UHD 620 Grafik bis zu 50% mehr Leistung. Wir haben zudem ideale Bedingungen für einen Vergleich, denn dieses Lenovo IdeaPad 720S gibt es sowohl mit AMD Ryzen 5 Prozessor als auch mit dem Intel Core i5 8250U mit exakt gleicher Ausstattung. Fangen wir an mit den reinen Prozessortests, bevor wir uns die Resultate im Grafikbereich ansehen. In Geekbench kommt der AMD Ryzen 5 2500U auf einen Single-Core-Score von 3569 und auf ein Multicore-Resultat von 8864. Das Intel-Modell mit dem Core i5 schafft im selben Test mit 4523 und 10747 deutlich mehr Punkte. Im Cinebench Benchmark, wo die Rendering-Performance der CPU getestet wurde, sieht die Sache allerdings ganz anders aus. Dort kommt der AMD Ryzen 5 2500U auf ein Multicore-Ergebnis von 590, während der Intel Core i5 auf 507 Punkte kommt. Auch beim Single-Core-Ergebnis hat AMD überraschend ganz knapp die Nase vorn. Was sagen uns diese Ergebnisse also? Während der Intel Core i5 8250U mehr hohe Prozessorleistung bietet, scheint der AMD Ryzen 5 2500U vor allem für grafische Anwendungen etwas besser geeignet zu sein. Aus diesem Grund schauen wir direkt weiter zu den reinen Grafikbenchmarks. Und an dieser Stelle wird es enttäuschend für AMD, um nicht zu sagen gar peinlich. In sämtlichen Grafikbenchmarks mit Ausnahme von Geekbench schneidet die Intel UHD 620 besser ab als die AMD Radeon RX Vega 8 Mobile. Fangen wir aber erst mit den guten Nachrichten für AMD an. Beim OpenGL-Test von Geekbench erreicht der AMD Ryzen 5 im Lenovo IdeaPad 720S einen sehr guten Wert von 23.527 Punkten, während der Grafikchip von Intel auf 19.397 Punkte kommt. Immerhin ein Abstand von 4.000 Punkten. Das zeigt, dass im Vega 8 Mobile Chip von AMD durchaus ordentliche Grafikleistung steckt. Diese wird allerdings nicht sehr effizient genutzt, wie die folgenden Benchmarks zeigen. Bei allen anderen Grafiktests liegt nämlich Intel vor AMD. In OpenGL Benchmark von Cinebench schafft die integrierte AMD Grafikeinheit 34,10 FPS, während das Intel-Modell in unserem Test auf 39,20 FPS kommt. Auch in Firestrike sowie in CloudGate, beides jeweils Benchmarks, welche die Gaming-Performance testen, unterliegt der AMD der direkten Konkurrenz von Intel und das teilweise sehr deutlich. In den CPU-Benchmarks mit Ausnahme von Cinebench ist Intel durchschnittlich 19,25% leistungsfähiger als AMD. Bei den Grafikbenchmarks mit Ausnahme von Geekbench liegt Intel 16,76% vor AMD. Wir haben diese Tests mehrfach durchgeführt und haben auch online die Ergebnisse verglichen und kommen immer auf dasselbe Resultat. Also, was sagt uns das? Einerseits, dass AMD jedenfalls in Bezug auf die neuesten Intel Core i5 Prozessoren deutlich zu viel versprochen hat. Im selben 13 Zoll Gehäuse dieses wirklich sehr schönen Lenovo IdeaPad 720S hat Intel zweifellos die Nase vorn. Andererseits ist AMD nach Jahren der Abwesenheit im Ultrabook-Markt wieder zurück und nach einer derart langen Zeit ist das ein sehr solides Resultat. Ich hätte mir, das muss ich ehrlicherweise sagen, gewünscht, dass der AMD Ryzen 5 2500U in unserem Test besser abschneidet, damit Team Blau mal endlich wieder Feuer unterm Hintern bekommt. Man muss sich nur ansehen, welchen Effekt die Ryzen-Prozessoren auf die Preise von Intels Desktop-Prozessoren hatten. Im konkreten Fall dürfte dieser Effekt aber ausbleiben, denn das Intel- und AMD-Modell des Lenovo IdeaPad 720 kosten mit gleicher Ausstattung auch exakt das gleiche, nämlich 999 Euro. Da das Intel-Modell aber schon ein bisschen älter ist, kostet es jetzt mittlerweile etwas weniger, ich schätze mal so etwa 30 Euro ist der Unterschied.
Ich persönlich hätte mir etwas mehr von AMD erwartet, aber es ist erfreulich, dass es jetzt wieder im Ultrabook-Bereich zwei Prozessorhersteller und nicht nur einen gibt. Denn insgesamt ist das Lenovo IdeaPad 720S mit AMD-Hardware überhaupt kein schlechtes Notebook. Alle Details dazu werde ich aber erst in unserem ausführlichen Test auf windowsarea.de verraten. In unserem nächsten Video wird es noch einige Benchmarks im Gaming-Bereich dieses AMD Ryzen 5 2500U geben, wo ich einige aktuelle Games darauf ausprobieren werde. So, und das war's auch schon von mir und vom Lenovo IdeaPad 720S mit AMD Ryzen Prozessor. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.